Das Auto, das Telefon, der Computer, Deutschland ist das Land der Erfinder. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Wenn man ohne deutsche Erfindungen leben müsste, wäre das ziemlich hart. Wie hart, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das ist Tim. Er hat wirklich nicht seinen besten Tag erwischt. Wir waren heute gnadenlos und haben ein kleines Experiment mit ihm gemacht. Und zwar... Ein Tag ohne deutsche Erfindungen. Tja, Tim, das Experiment ist noch nicht vorbei. Denn die Mundharmonika wurde 1821 vom Deutschen Christian Buschmann erfunden. Ihre ursprüngliche Verwendung, ein Stimmhilfsmittel für Klaviere. Und weg ist sie. Ist ja auch eine deutsche Erfindung. Tim ist jetzt richtig sauer. Aber Moment, jetzt mal ganz von vorne. Kurz nach Mitternacht. Start für unsere 24-Stunden-Challenge ohne deutsche Erfindungen. Einzige Regel, immer wenn Tim eine deutsche Erfindung benutzen möchte, lassen wir die einfach verschwinden. Und nehmen dabei auf nichts und niemanden Rücksicht. Also, so wirklich erfunden haben wir es nicht. Aber wir haben es zu dem gemacht, was es heute ist. Richtig, das Bier. Das Getränk gab es schon lange vorher, aber Herzog Wilhelm IV. Von Bayern legt 1516 per Gesetz fest, dass Bier nur noch aus Gerste, Hopfen und Wasser bestehen darf. Davor war es oft gestreckt mit Pech, Ochsengalle oder Schlangenkraut. Und Tim, wie schmeckt das gepanschte Bier? Wohl nicht so gut. Nach dem schlechten Start heute Nacht kann es ja nur besser werden. Also für uns, denn das war ja nur ein Vorgeschmack. Deutsche Erfindungen sind eben überall. Die Zahnbürste darfst du behalten, Tim. Die haben die Ägypter erfunden. Aber die hilft dir nicht viel, denn Ottomar Heinsius von Mayenburg erfindet 1907 die Zahnpasta. Durch den schnellen und intensiven Putzeffekt erobert sie die Münder in aller Welt. Also, deutsche Erfindung und damit heute gestrichen. Super. Und wie soll ich mir jetzt die Zähne putzen? Tja, lass dir was einfallen. Stattdessen Seife? Wenn du meinst. Keine Sorge, die nehmen wir dir nicht weg. Denn Seife ist schließlich keine deutsche Erfindung. Die kommt von den Römern. Immerhin, es schäumt. Naja, frischen Atem hat er wohl jetzt. Das verkorkste Date von heute Nacht hängt ihm aber immer noch nach. Tim will diese Frau unbedingt wiedersehen und ihr alles erklären. Das muss doch auch ohne deutsche Erfindung gehen. Zum Glück hat er ihre Mailadresse. Doch was Tim nicht bedacht hat? Ach komm. 1941 erfindet, wie sollte es auch anders sein, der Deutsche Konrad Zuse den Computer. Der Z3 soll dem Bauingenieur die Arbeit erleichtern und geht als erster programmierbarer Rechner in die Geschichte ein. Und weg ist er. Das gibt's doch nicht. Dein Computer, lieber Tim, ist heute für dich nicht mehr verfügbar. Und verstecken bringt auch nichts. Ah, erwischt. Telefonieren ist nicht drin. Denn was Tim vergisst, 1859 erfindet Philipp Reis das Telefon. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Das ist der erste telefonisch übermittelte Satz. Noch vor Graham Bell schafft es Reis, Töne in elektrischen Strom umzuwandeln. Moment, halt, warte. Nix da und weg ist das Handy. Okay, kein Computer, kein Handy. Da muss Tim wohl jetzt auf die altmodische Art versuchen, seine Traumfrau wiederzufinden und einfach schauen, dass er sie irgendwo zufällig entdeckt. Ach Tim, du hoffst, dass die Suche mit dem Auto schneller geht? Aber was ist die heutige Challenge? Genau, ein Tag ohne deutsche Erfindungen. Und das Auto? Ja genau, wird 1886 von Karl Benz und Gottlieb Daimler erfunden. Zeitgleich haben sie dieselbe Idee. Das Automobil war geboren. Die ersten Reaktionen auf die motorbetriebene Innovation sind eher skeptisch. Zu laut, zu schnell, zu gefährlich. Also, heute kein Auto.
An sich ist der Umstieg aufs Motorrad ja keine schlechte Idee. Wären da nicht mal wieder die deutschen Tüftler-Vorreiter gewesen? 1885. Gottlieb Daimler erfindet das Motorrad. Das als Reitwagen bezeichnete Vehikel ist ein Meilenstein in seinem Erfindungsprozess hin zum Motorwagen. War wohl nix. Dann halt weiter mit dem guten alten Drahtesel. Tja, auch hier müssen wir dich leider enttäuschen. Das Fahrrad wird 1817 von Karl Dreis erfunden. Der badische Forstlehrer patentiert seine Laufmaschine in Frankreich. Später wird sie ihm zu Ehren umbenannt in die Dreisine. Und schon ist es weg. So, Tim, jetzt geht's an die Substanz. Wusstest du eigentlich, dass Levi Strauss 1873 die Jeans erfunden hat? Dem Exildeutschen fällt im Westen Amerikas der Baumwollstoff Denim in die Hände. Allerdings reißen die Nähte schnell ein. Erst die Idee einer Verstärkung durch Kupfernieten legt die Basis für den Welterfolg der Jeans. Ups. Kein Handy, kein Fortbewegungsmittel und jetzt auch noch ohne Hose. Tja, Tim, viel schlimmer kann der Tag nicht werden. Oder etwa doch? Also weglaufen bringt jetzt auch nichts. Immerhin lässt du dich nicht von der Suche nach deiner Traumfrau abbringen. Aber in dem Aufzug? Oh, das wird doch nicht deine Traumfrau am Currywurststand sein. Jetzt aber schnell und aufpassen. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Hi, wir hatten gestern einen schlechten Start. Was soll das? Entschuldigung. Also ich wollte mal fragen, ob du... Nicht Entschuldigung, meine Jacke ist im Arsch. Entschuldigung. Also pass auf, was ich sagen wollte. Entspannt euch, Jungs. Kein Grund, handgreiflich zu werden. 1949 erfindet Hertha Heuwer die Currywurst. Entstanden durch bloßen Zeitvertreib ist die Currywurst bis heute das Leibgericht der Deutschen. 800 Millionen werden jährlich verspeist. Moment, Currywurst fällt zwar heute aus, aber Torte gibt's. Die haben nämlich die Franzosen erfunden. Ach Tim, Kopf hoch. Currywurst im Gesicht wäre schlimmer gewesen. Und der Tag ist ja auch noch nicht vorbei. Hi. Wie siehst du denn aus? Wie diese ganze Torte. Komm, wir gehen schnell hoch und machen das sauber. Na dann, vielleicht gibt's ja doch noch Hoffnung. Na Tim? So schlimm war der Tag ohne deutsche Erfindungen dann ja doch nicht. Naja, eine Sache hätten wir aber noch. 1961. Die Schering AG erfindet die Pille. Mit 50 Mikrogramm Östrogen wird dem weiblichen Körper eine Schwangerschaft vorgetäuscht. Sexuelle Lust hätte nun nicht mehr zwingend Nachwuchs zur Folge. Na, geht dir ein Licht auf? Glückwunsch!